Willkommen zur Klassenvorstellung des Scharfschützen. Vorweg, wenn noch weitere Fragen oder Anregungen sind, schaut gerne im Discord vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung. Der Scharfschütze ist ein mittel- bis schwer zu spielender Charakter, einfach aus dem Grunde, da er relativ viele Skills hat, die er im richtigen Zeitpunkt auch loslassen muss. Und ja, und einfach aus, wie gesagt, ist meistens so bei Scharfschützen und auch hier ist es so, die Scharfschützen haben relativ wenig Verteidigung. Das heißt, der kriegt ganz schnell auf die Mütze. So, gucken wir uns mal ganz kurz die Skills an vom Scharfschützen. Warum ein Scharfschütze einen Bogen hat, kann ich nicht sagen. Da steckt jetzt ein Pfeil drin, der Bumm macht, ne? Kann ich nicht sagen, weil es gibt ja effektiv auch schon Klassen, die haben auch Pistolen, Gewehre, Schrotflinten. Warum nicht auch eine mit dem Scharfschützen? Ja, ich weiß nicht. Ich hätte ihn einfach entweder Bogenschütze oder Waldläufer oder irgendwie sowas gedacht. Das wären eher so die Skills, die Namen, die mir doch besser eingefallen wären. Er hat aber auch, wie gesagt, ein paar Nahkampfangriffe. Das ist jetzt einmal dieser hier und einmal dieser hier. So. Da stellt er was auf den Boden, das was dann Bumm macht. Und das wäre zum Beispiel eine dieser Skills. In dem Fall noch relativ einfach, weil man zweimal aufladen muss, aber auch das. Gleich machst du Bumm. Okay. Ja. Wie gesagt, hier stellt er irgendwas hin. Da, irgend so eine kleine Kanone, die was in die Gegend schießt. Die Besonderheit vom Scharfschütz ist, dass er zusätzlich zu dem Ganzen auch noch einen Vogel hat. Der Vogel greift automatisch mit an. Ich mache gerade gar nichts. Und er hat auch noch zwei Skills. Einmal einen, wo er im Kreis fliegt und einmal so eine Art Endskill. Macht natürlich auch deutlich mehr Schaden. Dann ist der Vogel weg. Und man muss wieder warten, bis man ihn neu spawnen kann. In dem Fall steht jetzt Daumentaste 1. Bei euch wird das X und Y sein. Ich habe das bis jetzt nur umgestellt einfach. Wie gesagt, die lädt sich im Kampf wieder auf. Das Ganze gucken wir uns mal beim Boss an. So. Schon mal ein Piepmatz mal raus. Mein Piepmatz greift die ganze Zeit automatisch an. Nicht viel Schaden. Aber ein bisschen was. Zack. Ist also möglich. Wer quasi auf fast nur Fernkampf, genau. Fernkampf steht und wie gesagt, der Klingensturm ist die einzige Attacke, die man auch tatsächlich benutzt im Nahkampf. So habe ich das gelesen. Für den ist das was. Wie gesagt, wer sich jetzt nicht ganz gerne Scharfschütze, sondern eher so Bogenschütze oder Waldläufer oder irgendwie sowas in dem Bereich nennt, weil Scharfschütze sehe ich den ehrlich gesagt nicht, weil das ist kein Scharfschütze, das ist ein Bogen, wo Pfeile runterkommen. Es sind sogar überall Pfeile, das ist ein Bogenschütze. Wie gesagt, für wen das was ist, der kann das ganz gerne machen. Der hat tatsächlich auch einen bestimmten PvP-Skill, wo er sich kurzzeitig verstecken kann, also unsichtbar wird. Ja, und ja, gerade im PvP springt er so zwischen Nah- und Fernkampf durch die Gegend. Kann man sich mal in Ruhe anschauen. Das war es soweit zum Bogenschützen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.